Mahlzeit und willkommen zurück hier bei Freak Peak mit Starfield. Wir sind zur Loge zurückgekehrt, nachdem wir die vier Tempel in der letzten Folge gemacht haben. Dass ich ein eigenes Zimmer habe. Ja, ich freue mich auch über mein eigenes Zimmer. Nachdem wir die vier Tempel in der letzten Folge gemacht haben und da so ein bisschen was rausgekriegt haben, auch mit diesen komischen Essenzen, die wir da kriegen. Viel Glück in den Rand. Für weitere Tempel brauchen wir Wladimir und der ist halt nicht auf seiner Raumstation, sondern hier unten. Sieh dich da draußen extra gut vor. Pass auf, dass die Sternenblüter dich nicht erwischen. Artefaktsuche muss ja ein Vollzeitjob sein. Was hältst du von den Sternblütern? Das könnten wir ja mal direkt fragen. Ich muss an die Fleet denken. Wenn du weißt, du kannst dein Ziel knacken, startest du keine Com. Du startest Sturm und Feuer und durchwühlst hinterher das Wrack. Aber wenn du es nicht sicher weißt, dann spielst du das Tyrannen-Gambit. Hoffst, dass sie deine Drohungen schlucken. Kommt dir das bekannt vor? Vielleicht wollten sie nur unnötige Gemeint vermeiden. Man weiß es nicht. Mach mir doch kein schlechtes Gewissen jetzt. Du hast ihr Schiff nicht gesehen. Wir hatten keine Chance. Was? Du sagst, es war nur Säbelrasseln. Der Gedanke ist mir nur durch den Verstand spaziert. Ein Angreifer, der im Schatten lauert, hat Grund, sich zu verstecken. Wird schwer, sie ins Licht zu zerren. Ach, die locken wir schon vor. Da bin ich ziemlich sicher. Artefaktsuche muss ja ein Vollzeitjob sein. Deswegen habe ich deine Willkommensparty verpasst. Musste die ganzen Daten plotten, die das Auge uns gibt. Hätte aber nichts gegen eines Helfers Hand. Könnte der Sache mehr Schub geben. Aktuelle Planetenscans würden helfen, die Daten zu filtern, die ich durchsieben muss. Helfen, die Anomalien-Nuggets zu finden. Aha. Und die Constellation kann dir ein, zwei Credits zuschieben. Alles, um die Sterne zu verkarten, oder? Okay. Woher bekomme ich die Scans? Sollte eigentlich offensichtlich sein, aber vielleicht sagt er mir, was ich genau machen soll. Wenn du einen Planeten orbitierst, finden deine Scanner Informationen aller Arten. Lebenszeichen, Ressourcen, Strukturen, wo sie nicht sein sollten. Das alles wird in Daten runtergeladen, die du jedem geben kannst, der Interesse daran hat. Und die Constellation hat immer mehr Interesse als andere. Frage ist ja, was ihr bezahlt. Gut, also es geht um die Erkundungsdaten, was wir ja schon wissen und kennen, dass wir die für gutes Geld verkaufen können. Ja, das ist halt nur die Frage, was er hier bezahlen würde. Gut, Planetendaten kann ich dir besorgen. Dann sind wir Hand in Hand in Übereinstimmung. Jetzt geh und verbrenn Helium. Aber hallo. Ich hab Planetendaten für dich, das können wir direkt machen. Du hast meine Ohren gespitzt. Da haben wir doch was. Guck mal hier, er hat 20.000. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber so richtig gut bezahlt er auch nicht, ne? Haben wir überlegt, dass die teilweise ein bisschen mehr wert sind. Wobei er den Wert jetzt hier nicht anzeigt, aber... wir gehen mal kurz raus. Ne, Moment. Wir merken uns mal Anselon. Anselon, der dürfte ganz oben stehen. Gehen wir mal raus. Ich möchte gerne rausgehen. Danke. Raus. Dann kauen wir wann anders Worte. Wir kauen Worte. Okay. Gut. Hier, so. Notizen. Anselon. Analysedaten. So. Und dann seht ihr hier, ich hoffe, ihr seht das, 4500. So viel gibt er uns dafür gar nicht. Das ist schon frech. Aber gut, wenn uns das vorwärts bringt... In den Randgebieten Helium zu verbrennen, handeln wir. Wenn uns das eventuell vorwärts bringt, ist aber schon ganz schön dürftig, ne? 4500 zu 1147. Egal. Und dann wahrscheinlich auch nur vollständig gescannte Planeten. Gehe ich mal von aus. Hier, komm. Kannst du aber haben. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Eventuell gibt's was Schönes dafür. Okay, und jetzt hatte ich gehofft, du kannst mir einen Artefakt-Tempel zeigen. Zum Glück habe ich das Muster in einem von den Artefakten bemerkt. Hier. Was gibt es? Eridani 3B. Okay. Achso, noch mehr? Hey, warte. Ja, ich muss heute noch einen Satz pumpen. Bin faul geworden. Meine Schulter ist steif. Ach, dann ist es dein Zimmer mit den ganzen
Fitness-Accessoires. Okay. Auch gut zu wissen. Gut. Mehr haben wir nicht. Später mal Gedanken. Wir haben einen weiteren Tempel auf jeden Fall, den wir machen können. Ich bereue es vielleicht, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Das klingt spannend. Walter, was los? Ich hatte gelegentlich Zweifel, ob die Constellation eine gute Investition ist, aber nun... Tja, das Geld war gut angelegt. Na, wenn das so ist, mein Freund, freut mich. Ich hoffe, dass es erst seit ich hier bin. Was ist jetzt mit dieser Rede von Sebastian Banks? Ja, das können wir auf jeden Fall mal fragen. Ich wollte mal fragen, ob du noch mehr Arbeit für mich hast. Wie geht es dir nach dem Überfall des Sternenbluts? Das ist eine gute Frage. Er hat ja geschrieben, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Das war nicht meine erste feindselige Verhandlung, wie du gewiss weißt. Zugegebenermaßen weiß ich meistens jedoch etwas mehr über meine Kontrahenten. Ich bin sehr gespannt, was Noel aus den Scans ziehen kann. Ich auch. Die Technologie auf dem Schiff war, gelinde gesagt, beeindruckend. Wenn die Chance besteht, dass wir genügend lernen, um sie nachzubauen. Das ist der Unternehmer, den ich kenne. Ja. Wir haben größere Sorgen im Moment. Ja, kann man bringen. Würde nicht schaden, für Chancengleichheit zu sorgen. Wir schmieren ihm mal Honig um den Bart. Ich habe es nur so weit gebracht, weil ich jede Chance genutzt habe, die sich mir geboten hat. Wir müssen aus dieser verrückten Sache möglichst viel rausholen. Ja. So, was war denn jetzt mit der Rede von Sebastian Banks? Ja, deine Frau hat mich neugierig gemacht. Oh. Ah. Ich habe befürchtet, dass du darauf zurückkommen würdest. Na gut, mal sehen, ob ich mich jetzt blamiere. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wage mich wieder in die Dunkelheit des Alls hinaus. Viele von euch sind besorgt. In meinem Alter, sagt ihr, sei das Risiko zu hoch. Sebastian hat sich eine Pause verdient. Das ist Unsinn, sage ich. Mich ins Unbekannte hinauszuwagen. Vielleicht sogar ohne Aussicht auf Rückkehr. Der Menschheit Hoffnung zu schenken, dass sie dort draußen Antworten finden wird. Das ist alles, was ich je wollte. Sollte ich in dieser Expedition mein Ende finden, dann kann ich sagen, dass ich Glück hatte. Ich hatte das Glück, von den unterschiedlichsten Menschen umgeben zu sein, die aber alle ein gemeinsames Ziel haben. Das Glück, dass meine Seele ein Zuhause hat, zu dem sie jederzeit zurückkehren kann. Und das war das Letzte, was Sebastian Banks vor seinem Verschwinden in der Loge gesagt hat. Und seit diesem Tag wartet die Constellation auf seine Rückkehr. Wie lange ist das jetzt her? Ob der überhaupt noch lebt? Ha? Na gut, hast du mehr Arbeit für mich? Du wolltest ja was von uns. Trotz unserer Meinungsverschiedenheiten in Neon gewinne ich langsam Respekt vor dir. Das will ich hoffen. Du lieferst Ergebnisse. Das habe ich schon mal gehört. Irgendwie hat das Sarah schon mal zu uns gesagt. Ganz am Anfang. War kein großes Problem. Wäre aber noch easier gewesen, hättet ihr die Ballerei nicht angefangen. Und das werde ich euch ewig vorhalten. Einfach ewig. So wie ich dich kenne, artet das noch wieder in Stress aus. Ja. Ja. Ja, das bringen wir. Dich legt man wirklich nicht rein. Keine Sorge. Diesmal ist es eine Nummer kleiner. Meine Sternenwerft hat ein paar Probleme, das nächste Projekt in Gang zu bringen. Ich brauche jemanden mit Kompetenz und Entschlossenheit, der das in die Hand nimmt. Interesse? Aber hallo. Auf jeden Fall. Ich wollte schon immer mal in eine Sternenwerft. Wobei, wir waren schon in einer. Aber gut. Das Ding auf dem Mond zählt nicht. Das war verlassen. Nee. Gut, was es auch ist, ich bin dabei. Da musst du mir schon ein bisschen mehr erzählen. Ja, definitiv.
Ist gerade schlecht, Walter. Ich habe viel um die Ohren. Bist du bei so wichtigen Entscheidungen normalerweise nicht stärker eingebunden? Berechtigte Frage, die bringen wir erstmal. Ich bin sehr beschäftigt, wie du weißt. Ich muss ein Unternehmen leiten und die Finanzen der Constellation managen. Da bleibt mir nicht viel Zeit, mich bei jeder kleinen geschäftlichen Unternehmung um die Details zu kümmern. Und du hast hier die tolle Chance, die Zukunft einer wichtigen Consumer Brand mitzugestalten. Eine Consumer Brand, das klingt geil. Du musst mir aber ein bisschen mehr erzählen. Natürlich, nachdem ich weiß, dass du Interesse hast. Es ist ein neues Schiff. Wir wollen unsere Flotte diversifizieren. Diversifizieren? Mein extrem gut bezahltes Designer-Team kommt einfach nicht über die F&E-Phase hinaus. Keine Ahnung warum. Ist mir auch egal. Ich will nur, dass jemand, also du, ihnen zeigt, wie man das macht. F&E steht übrigens für Leute, die das jetzt nicht wissen, für Forschung und Entwicklung. Du kannst auf mich zählen. Ich denke darüber nach und gebe dir Bescheid. Ja, Raumschiffdesign. Du weißt anscheinend, dass ich schon ein bisschen Erfahrung im Schiffsdesign habe. Ja, kann man das so nennen? Warum hängt das Projekt schon in der Forschung und Entwicklung fest? Ach guck, hier wird es auch direkt erklärt. Der F&E-Prozess steht immer am Anfang eines neuen Projekts und kann immer gewaltig bremsen, weil man so viele wichtige Entscheidungen treffen muss. In diesem Fall geht es darum, unsere bestehende Flotte zu analysieren und anhand von Daten herauszufinden, was die Kunden wollen. Aber natürlich kann jedes Mitglied des F&E-Teams diese Daten nur entsprechend seines eigenen Bestätigungsfehlers interpretieren. Das passiert hier wohl. Okay. Ja, du weißt anscheinend, dass ich schon Erfahrung habe. Das wusste ich nicht. Ein Teil des Problems ist, dass meine Designer sich nicht auf einen Plan einigen können. Du bist nicht da, um Designentscheidungen zu treffen, sondern nur, um das Projekt wieder in die Spur zu bringen und das Team anzuleiten. Mama. Idealerweise verschlimmerst du das Problem nicht. Idealerweise vielleicht, ja. Okay, du kannst auf mich zählen. Sehr gut. Ich gebe der Projektleiterin Jules Degante Bescheid, dass du die Führung übernimmst. Das ganze Team wird dir unterstellt und muss auf dich hören. Nice. Ich erwarte Großes von dir und bin schon sehr gespannt, was du lieferst. Ich bin überzeugt, dass du mich nicht enttäuschst. Hey, vielleicht lerne ich da jetzt irgendwas über den Raumschiffbau. Irgendwas. Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Kannst du ein paar Dokumente unterschreiben? Finanzdokumente, genauer gesagt. Wenn's sein muss. Was bezahle ich? Treibstoff ist leider nicht umsonst. Die Artefaktjagd hält uns auf Trab. Gut, dass ihr mich habt, Miss Morgan. Wer weiß, wie ihr alleine Wir haben uns immer als Entdecker gesehen. Wir wissen aber beide, jetzt haben dass wir du mehr als völliges Neuland hast. Betreten, was? Und du liebst das Ganze hier. Ich erwarte Großes von dir bei diesem Schiffsprojekt. Jo, okay. Die Arroganz von ihm schon wieder. Wo wärt ihr bloß ohne mich? Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen. Aber wir müssen objektiv bleiben. Und auch an mögliche negative Folgen denken. Ich frage sie noch kurz nach den Sternenblütern. Ich meine, ich könnte die, glaube ich, alle fragen. Du meinst zur vielleicht größten Entdeckung in der Geschichte der Menschheit? Aber hallo! Die Scans sind noch nicht aussagekräftig, aber eines können wir wohl schon sagen. Wir haben es mit etwas noch Ungewöhnlicherem als den Artefakten zu tun. Es gibt so viele Fragen, die über das bloße Wer sind Sie hinausgehen. Wie haben Sie dich gefunden? Woher wissen Sie von den Artefakten? Warum wurden sie noch nie gesehen? Ja, das kriegen wir schon irgendwann raus. Wird nie langweilig. Ist okay, sich Sorgen zu machen. Ja, finde ich auch. Tja, ich mache mir Sorgen, ob alles okay ist. Es war eine andere Sache, als es nur um die Artefakte ging, um ein merkwürdiges Phänomen ohne gruselige Drohungen oder Fragen nach Aliens oder was um Himmels Willen hier auch los sein mag. Ich weiß, irgendwann wissen wir alles. Es ist nur gerade etwas viel. Tja,
Naja, es geht eigentlich, finde ich. Man kann sich ja immer schön ablenken, indem man zum Beispiel zu einer Sternwerft fliegt, um ein Raumschiff zu bauen. Wie gesagt, vielleicht wird einem da ja auch ein bisschen was zu dem Raumschiffdesign erklärt. Das wäre total toll. Ich meine, jetzt im Groben habe ich es eigentlich schon verstanden, aber ja, man weiß ja nicht. Geschäftsdistrikt. Nee, da wird es aber nicht sein, oder? 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 Nimm mal die Oberflächenkarte, bitte. Was haben wir denn hier? Eisiges Ökosystem. Wir haben die Quest schon wieder nicht aktiviert. Okay, gut. Dann machen wir das mal. Kraft aus dem Jenseits. Das wäre der nächste Tempel. Missionen vielleicht. Vielleicht. Designierbier, Fragen, sonstiges. Nee, Missionen. Gucken wir mal. Korallen, nee. Aktivität. Das sind die 1000 Aktivitäten. Fraktion. Gut, gehen wir mal auf alles. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Zu viel des Guten? Stroud Eglin Sternwerft. Jupp. Wunderbar. Dann auf die Map. Und das wird garantiert nicht hier sein. Nee. Hier oben bei Narion. Okay. Machen wir uns dahin. Stroud Eglin Sternwerft. Cool. Das ist also sein Space Dog. Und da sind wir schon. Cool. Mal ganz kurz, kennen wir den Planeten schon? Ja, den kennen wir schon. War der mal hin da? Wir sind mal höflich, funken die gleich mal an. Willkommen bei der Stroud-Eglund-Werft. Andock-Erlaubnis erteilt. Schön. Ihr bekommt bestimmt nicht oft Besuch von Batman. Und Andock-Erlaubnis. Der Hausmeister. Na, Andrea, alles cool? Vasco, mach bitte keinen Ärger. Ach nee, wir müssen ja durchs Dock. Durch das Docking Pod. Moin, Vasco. Hi. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ich bin Walter Stroud. Namen von Stroud Eglin. Walter ist stolz auf die Erfolge seines Unternehmens. Und das mit gutem Recht. In modernen Sternenwerft bauen wir revolutionäre neue Raumschiffe zu Preisen, die nicht von dieser Welt sind. Okay. Jetzt wird es höchste Zeit für eine... Ich bin stolz, zum Stroud Eglin-Team zu gehören. Okay. Stroud Eglin mag zwar neu sein, aber so konnten wir von den anderen lernen. Hallo, willkommen in der führenden Sternenwerft in den besiedelten Systemen. Mahlzeit. Wir sind zwar neu, aber du wirst erkennen, warum wir in aller Munde sind. Ihr seid neu. Was hebt denn Stroud Eglin Schiffe vom Rest ab? Die anderen Sternenwerften sind schon so lang dabei, dass sie festgefahren sind. Zum Beispiel Deimos. Die bauen schon seit den Zeiten meines Urgroßvaters Schiffe. Also haben wir uns jeden Aspekt dieser betagten Firmen angesehen, um Revolution und Innovation bieten zu können. Glaubst du mir nicht? Dann nee. Sie selbst. Sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Danke. Welche Art von Schiff suchst du denn? Meine Schiffe sehen und modifizieren. Sind die Schiffe von hier wirklich besser als von anderen Sternwerften? Das ist eine berechtigte Frage. Meiner Meinung nach schon.
Trident und Tayo legen beide höheren Wert auf Stil als auf Substanz. Deimos ist wirklich uralt und absolut eingefahren. Und Hopetech? Nun, du wirst bestimmt keinen Klapperkahn. Okay. Ja, gut. Ansonsten Schiff modifizieren und sehen, was im Angebot ist. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Ich zeige dir unser Inventar. Was haben wir denn hier? Eine Privateer? Aha. Gut. Was ist denn das? Klasse B Raumschiff. Venture. Die sieht schon eher stylisch aus. Krass, fett, wie viele Triebwerke. Okay. Narcissus. Aha. Das ist sogar ein A-Schiff. Alles klar. Sehr anfängerfreundlich. Hier mit dem Einstieg an der Seite finde ich natürlich auch ziemlich cool. Mir gefällt vor allen Dingen das Cockpit hier oben so mittig. Das ist bestimmt nice. Da kann man bestimmt die Kanonen feuern sehen. Und Warwolf. Warwolf. Okay. Ist auch Klasse A. 4 Stück ist jetzt nicht doll. Gut, dann gucken wir mal, wo die Person ist, mit der wir reden sollen. Soll das ein Modell von einer Luftschleuse sein, vielleicht? Ich wechsle zu Stroud Eklund. Das ist der logische Schritt. Okay, wenn du das sagst. Nicht viel los. Schreib mir nicht an. Verkaufsterminal. Okay, krass. Komme ich denn dahin, wo ich hin soll? Das so schnell zu bauen, hat sicher ein Vermögen gekostet. Wir haben hier eine hochmoderne F&E-Abteilung. Das will ich hoffen. So, guten Tag. Ihr seid mein Team, nehme ich an. Ich bin Schulze und ich war mal Hausmeister und jetzt bauen wir das ultimative Hausmeister-Raumschiff. Hallo. Hallo. Ich bin hier, um über dieses neue Schiffsprojekt zu sprechen. Du bist die Projektleiterin. Was heißt das genau? Oder leitest du die F&E-Abteilung schon lange? Ja, wir nehmen die Mitte. Dass ich verantwortlich bin, dass unsere Projekte bis zum Ende durchgeführt werden. Ich treffe nicht per se alle Entscheidungen, aber ich muss den Leuten, die das tun, die Möglichkeit bieten, sie zu treffen. Innerhalb der uns gesetzten Grenzen. Okay. Schon, leitest du das hier schon lange? Das mag dich vielleicht erstaunen, aber nein. Das ist mein erstes für Stroud Eklund geleitetes Projekt. Ich habe erst kürzlich meinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht. Okay. Ich war erstaunt, dass ich genommen wurde. Allerdings war ich Klassenbeste und sie wollten mich vielleicht nicht an eine andere Sternenwerft verlieren. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, hier arbeiten zu dürfen. Das erklärt eigentlich schon, warum das hier hakt, ne? Okay. Ich bin hier, um über dieses Projekt zu sprechen. Du bist sicher Walters Kollege. Er hat mich informiert, dass du Projekt Kepler übernimmst. Obwohl wir dafür schon ein ganzes Forschungs- und Entwicklungsteam haben. Aber schon okay. Du machst garantiert einen guten Job, auch wenn du praktisch keine Erfahrung in dem Bereich hast. Hallo? Tatsächlich habe ich reichliche Erfahrung im Entwickeln von Raumschiffen. Ich werde mein Bestes versuchen. Wenn du weiter so passiv-aggressiv bist, wird Walter davon erfahren. Okay, cool. Naja, bringen wir es hinter uns? Oder ehrlich gesagt habe ich immer noch keine Ahnung, warum Walter mir das anvertraut hat. Naja, nee, ich hab neue Erfahrungen hier. Also, hallo. Oh, ich dachte nur, ach, tut mir leid. Ich hätte mich einfach auf Walter verlassen sollen. Mein Fehler. Trotzdem, wir haben jede Menge Designer. Wie du vielleicht weißt, sollen wir das nächste Top-Raumschiff für Stroud Eklund entwickeln. Aber wir haben Budgetprobleme, müssen Marktforschung betreiben und können uns auf kein Design einigen. Walter will wohl, dass du die Probleme löst. Also, leg los. Hex. Okay, ich bin mit dem Vorgang vertraut, legen wir los. Ja, ist auch schön, dass wir Raumschiff-Design schon haben. Ich verstehe, bin startklar. Lass mich einfach machen, dann kannst du vielleicht noch was lernen. Kannst du mir ein bisschen über das Team erzählen? Ja, das wäre doch interessant. Warum könnt ihr euch nicht entscheiden, welches Schiff ihr bauen wollt? Zuerst mal das Team. Na klar, ich bin Jules, die F&E-Projektleiterin. Ich habe
hatte hier das Sagen. Jetzt soll ich wohl nur noch koordinieren. Frank kennst du ja schon. Er ist unser Lead-Designer mit Fokus auf Optik und Komfort der Schiffe. Dann gibt's noch Ella, die andere Senior-Designerin. Sie kümmert sich um die technischeren Designs, ist mit Frank zur Schule gegangen. Aha. Mike ist unser Senior-Engineer und berät uns in allen technischen Angelegenheiten. Maschinerie, Computersysteme und so weiter. Und dann wäre da noch Neve vom Marketing. Sie muss dafür sorgen, dass sich das Ding auch verkaufen lässt. Na, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Und warum könnt ihr euch nicht entscheiden, was ihr bauen wollt? Es gibt viel zu berücksichtigen. Was ist unsere Zielgruppe und was für ein Schiff will sie haben? Welche Komponenten wollen wir einbauen? Wie schnell soll es sein? Wie viel Fracht soll es laden können? Welche Farbe soll es haben? Wir gehen bis ins kleinste Detail. Ja, na dann lasst mich mal machen. Lasst mich mal machen. Ich bin mit dem Vorgang vertraut. Auf geht's. Ach, stimmt. Hast du erwähnt. Dann sollten wir uns jetzt das Budgetproblem vorknöpfen. Wir sollen das neueste, heißeste Schiff auf dem Markt bauen. Was wir nur hinkriegen, wenn uns der Vorstand mehr Geld bewilligt. Also, wir haben zwei Budgetvorschläge. Mit dem einen können wir ein, sagen wir mal, recht zweckmäßiges Schiff bauen. Müssen aber am Design sparen. Mit dem anderen Budget hätten wir mehr Flexibilität, was das Innenleben angeht. Ich nenne es mal das Spülbeckenbudget. Gefällt mir nicht und wird sich auch kaum bewilligen lassen. Welchen Vorschlag sollen wir vorlegen? Okay. Mit einem kleineren Budget können wir aufs Design, können wir uns aufs Design konzentrieren. Bleiben wir beim Zweckmäßigen. Mit einem größeren Budget haben wir freie Hand. Nehmen wir den Spülbeckenentwurf. Okay. Warum kannst du nicht das ursprüngliche Budget verwenden? Das ist eine gute Frage. Welche Kürzungen müssten wir für das zweckmäßige Design vornehmen? Oder was ist denn am Spülbeckenbudget so falsch? Damit würden doch alle ihren Willen kriegen, oder? Ja, gute Frage. Nehmen wir. Ja, dann können wir uns leisten, alles einzubauen, was wir wollen. Aber es ist nicht praktikabel. Und der Vorstand wird mehr Druck machen, damit das Projekt auch erfolgreich ist. Ich fürchte, wenn wir kein Limit nach oben haben, wird mein Team versuchen, einfach hemmungslos alles einzubauen, worauf es Lust hat. Außer dem Spülbecken. Daher auch der Name. Wer weiß, welches Monster wir erschaffen, wenn wir versuchen, alle unsere Designs umzusetzen. Und würde sich so ein teures Ding auch verkaufen? Klar. Welche Kürzungen müssten wir für zweckmäßig vornehmen? Wir müssten uns für ein paar Designelemente entscheiden. Der Rest fällt dann weg. Mit anderen Worten, wenn wir etwas aus Mikes Design umsetzen, reicht das Budget nicht mehr für Ellas Ideen. Das ist einer der Gründe, wieso wir uns bisher noch nicht geeinigt haben. Okay. Warum geht das ursprüngliche Budget nicht? Würde ich ja gern. Wäre perfekt, wenn wir damit auskämen. Aber mit dem Budget lässt sich leider keines der brauchbaren Designs für das Projekt umsetzen. Ich habe es schon abgelehnt, also muss ich so oder so zum Vorstand. Und nachdem du jetzt für die großen Entscheidungen zuständig bist, musst du bestimmen, welchen Budgetvorschlag wir nehmen. Okay. Okay. Gähnst du gerade? Also. Ja, gut. Mit dem kleinen Budget können wir uns aufs Design konzentrieren. Bleiben wir zweckmäßig oder eben das große Budget, damit wir freie Hand haben. Ich bin für freie Hand. Ich bin für freie Hand. Komm. Wir wollen rumspinnen. Ich hab's fast befürchtet. Ich bin die, die damit zum Vorstand muss. Bevor ich den überzeugen kann, dass das Budget die Sache auch wert ist, musst du erst einmal mich überzeugen. Aha. Das ist ja jetzt nicht so doof. Vielleicht soll ich einmal drüber nachdenken. Ich glaube, ich kann dich nicht überzeugen. Ich muss irgendwie anders. Es muss irgendwie anders gehen. Oh, hätten wir mal doch mal wieder ein paar Skillpunkte ins Überzeugen gepackt. Ich versuch's einfach mal. Bin ganz Ohr. Der Vorstand lässt sich garantiert nur durch ein Wunder überzeugen. Ich kenne den Boss. Verstehst du? Ich hab den aus der Scheiße gezogen, den Boss. Den. Okay, 6 Punkte brauchen wir. Ich weiß, dass du hervorragend bist, weil du anderen zuhörst. Okay.
mach dir keine Sorgen wegen der Ablehnung des Budgets. Wir fragen einfach gar nicht nach. ja. Denk bitte nochmal drüber nach, Jules. Ich würde ja mal ein bisschen schleimen. Komm, das machen wir. Naja. Geht. Ich schätze, Verbesserungspotenzial gibt es wohl immer. Gut. Das war schon mal schön. Denk bitte nochmal drüber nach, Jules. Hatten wir... Wir müssen nicht das gesamte Budget verwenden. Erhalten aber jede Menge Optionen. Ja, ja. Das klingt sogar sehr, sehr logisch. Mach dir keine Sorgen wegen der Ablehnung. Wir fragen einfach nicht. Das... Okay, die zwei Antworten sind gleich. Dann nehme ich nochmal die goldene Mitte, ne? Wir müssen ja nicht alles verwenden. Guter Einwand. Oh, nice. Damit haben wir Spielraum, falls wir ein paar Sachen testen wollen. Und stehen gut da, wenn wir nicht das ganze Budget aufbrauchen. Auf jeden Fall, doch. Macht Sinn. Ich wusste, dass du eine vernünftige Person bist. So kannst du zeigen, wie fähig du bist, ein Projekt zu leiten. Das ist unser letzter Versuch, ne? Grün oder gelb? Ich nehme grün. Wir nehmen grün. Mit gelb sind wir gut gefahren, aber ich nehme jetzt grün. Ich versuche es. Ah, Alter, geil. Okay, klingt alles relativ schlüssig. Ich lege dem Vorstand also das Spülbeckenbudget vor und lass mir das bewilligen. Tja, Jules, du hast wohl eine Herausforderung vor dir. Perfekt. Ein Problem weniger. Dann schlage ich das Budget vor und danach können wir weitermachen. Okay. Als nächstes kommt die Marktforschung. Dazu rüsten wir dein Schiff mit Sensoren aus und testen ein paar reale Szenarien. Das hilft uns, praxisorientierte Designentscheidungen zu treffen. Mhm. Okay. Sprich mit ihr über Marktforschung. Klingt gut, sag mir einfach, was ich machen soll. Komme später wieder. Nee, das machen wir schon weiter hier. Warum ich? Gibt es nicht bessere Methoden zur Marktanalyse? Tja, Mr. Stroud denkt, dass du in unsere Zielgruppe passt. Wir haben von deinen Abenteuern gehört und vermuten, dass du uns wertvolle Daten liefern kannst. Ach, grundgütiger. Ehrlich gesagt sind unsere Testpiloten meistens zu vorsichtig. Die Szenarien reizen das Limit daher selten aus, das uns auf legalem Weg möglich ist. Aber mit dir haben wir das Problem zum Glück nicht, weil du nicht offiziell angestellt bist. Außerdem vertraut Walter dir. Tja, der Walter... Ja gut, was soll ich denn machen? Super. Such dir eine oder zwei Missionen in der Auftragsbörse aus und erledige sie wie gewohnt. Wir werten die Daten aus, wenn du wieder da bist. Okay. Wenn du verschiedene Missionen erfüllst, können wir ein Schiff für diverse Szenarien bauen. Wenn du dagegen nur eine Mission fliegst, können wir ein spezialisierteres Schiff entwickeln. In der Zwischenzeit solltest du auch mit dem Rest vom Team sprechen. Alle kennenlernen, Feedback geben und so weiter. Viel Glück da draußen. Okay. Sprich mit Jules über Marktforschung. Ja. Haben wir gemacht. Schließe Passagiermission ab, schließe Kopfgeldmission ab. Und Quatsch mit dem Team. Wir sind alle super froh, dass du hier bist. Oder Leute? Sind wir. Ja, ich glaube, ihr freut euch wirklich nicht, dass ich hier anwesend bin. So, Ella, hallo. Du bist also mit Walter befreundet. Naja. Er hat dir mit dem Projekt ja einen Gefallen getan. Naja. Ich hatte gehofft, dass mir die Ehre zufällt. Immerhin bin ich Senior Technical Designerin. Nächstes Mal vielleicht. Aber wie dem auch sei, ich freue mich, dir helfen zu können. Hast du Erfahrung im Schiffsbau? Ohne Ende. Ich bin mittlerweile quasi Profi. Ist ja hart gelogen. Egal, das machen wir. Das ist ja perfekt. Ich hoffe nur für uns alle, dass du dein Können nicht zu sehr überschätzt. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass du uns Feedback zu unseren Designs geben sollst. Soll ich dir einen kurzen Überblick über meins geben? Ja, komm, hau raus. Was für ein Schiff schwebt dir denn vor? Erst möchte ich dir eine Frage stellen. Nee. Welche Piloten werden auf dem aktuellen Raumschiffmarkt völlig übersehen? Nashörner? Keine Ahnung, ich vermute, du erzählst es mir gleich. Ja, komm, das machen wir. Nicht blind raten. Spaßbremse. Meine Idee ist weniger konventionell.
Ich finde, wir sollten in ein dediziertes Entdeckerschiff investieren, speziell für Amateurforscher. Klingt gut. Wir haben zwar einige Forschungsschiffe, genau wie andere Hersteller, aber keine, die für den Durchschnittskunden in Frage kämen. Ich hoffe, dass wir damit eine neue Ära bezahlbarer Weltraumforschung einläuten können, die für jedermann zugänglich ist. Ja, gekauft. Die Idee finde ich großartig. Bin ich sogar direkt dafür. Klingt mir sehr nach einem Nischenprodukt. Auf keinen Fall. Klingt nach stinklangweiliger Technik für absolute Nerds. Wie würdest du denn so ein Schiff designen? Ich würde mit einem kleinen Schiff anfangen. Ohne viel Stauraum oder Passagierkapazitäten. Außerdem bräuchte man einen hochmodernen Graphantrieb, um in den Deep Space zu kommen und genug Energie für weite Strecken. Wir können die Kosten klein halten und auf teure Waffen oder Defensivmaßnahmen verzichten. Die werden ohnehin nicht nötig sein. Und das und natürlich halte ich für Gerücht. Sind High-End-Scanner und andere Forschungsausrüstung ein Muss. Klingt mir nach einem Nischenprodukt. Ja, das hat Jules auch gesagt. Das sollte mir wohl zu denken geben. Danke. Ich feile meine Idee einfach weiter aus und schlage sie dann wohl nächstes Mal vor. Klingt nach einem Plan. Was hältst du vom Unternehmen? Warum habe ich das Gefühl, dass das eine Falle von jemandem sein könnte, den Walter geschickt hat, um unser Projekt zu übernehmen? Aber ich habe ja nichts zu verbergen. Ich dachte immer, für eine enorm vermögende Firma zu arbeiten wäre furchtbar. Aber eigentlich ist es toll. Man behandelt mich gut und alles ist viel beständiger als bei einem Startup. Mir haben sich hier einmalige Gelegenheiten geboten. Ja, es ist schon ziemlich gut. Freut mich. Was ist dein Aufgabenbereich? Nun ja, als Senior Designer arbeite ich an ziemlich wichtigen Funktionen dieses Schiffs. Ich befasse mich vor allem mit den technischen Aspekten und mache sie anwenderfreundlicher. Computersysteme für Navigation, Zielerfassung und ähnliches. Es ist vielleicht nicht so glamourös wie das, was Frank macht, aber ohne mich könnte der durchschnittliche Kunde diese Schiffe überhaupt nicht fliegen. Okay. Gut. Bin ich durch mit dir, ne? Wir sehen uns. Ja, bestimmt. Die Daten deines Schiffes werden essentiell für unseren Designprozess sein. Boah. Falls du mit haben wir jetzt wieder so ein Problem hier? Mike... was? Ababio. Brauchen wir wirklich noch mehr Köche für den Brei? Ja. Aber angeblich hat Walter dich ja beauftragt, eine finale Entscheidung zu treffen. Richtig. Darum bin ich hier. Gab es schon Probleme? Meine Kollegen sind intelligente Menschen. Aber unter uns gesagt, sind sie mit dem Projekt völlig überfordert. Besonders Jules. Sie ist noch nicht lange Projektleiterin und hat darauf bestanden, dass alle Mitspracherecht haben. Bewundernswert, aber wir konnten uns auf rein gar nichts einigen. Und jetzt hängen wir zeitlich hinterher. Ja, dann bin ich gern zu Diensten. Gut, deine Entschlossenheit dürfte uns auf den richtigen Weg zurückbringen, solange du kein völlig irres Design von uns willst. Oh doch. Apropos, ich glaube, mein Plan dürfte uns so schnell und effizient wie möglich ans Ziel bringen. Er ist simpel, ohne Schnickschnack. Und vor allem wird er mir aus technischer Sicht kein Kopfzerbrechen bereiten. Ha, klingt nach einem klaren Win für das Team. Du haust mich glatt vom Hocker mit deiner Alarmpräsentation. Okay, aber kannst du mir mal erzählen, welchen Job du hier hast? Das Projekt klingt, als wäre es eine harte Nummer für die Techniker. Warum? Alle kreativen Köpfe hier versuchen, die innovativsten und schicksten Schiffe überhaupt zu entwickeln. Denen kommt gar nicht in den Sinn, mal darüber nachzudenken, wie viel Zeit sowas kostet. Ja, wir sind Techniker. Wir müssen hier das Unmögliche möglich machen, aber das heißt nicht, dass es einfach oder praktisch ist. Außerdem sind wir immer zu wenig Leute. Das ist meistens so. Ja, welchen Job hast du denn hier? Ich dachte, das ganze technische Gerede hätte mich verraten. Ich bin Techniker. Das heißt, ich setze am Ende alle Pläne zusammen und sorge dafür, dass das verdammte Schiff auch fliegt. Mache ich schon seit 25 Jahren. Das hat bisher trotzdem noch niemand realisiert, dass ohne mich hier alles vor die Hunde gehen würde. Und anstatt mich meine Arbeit machen zu lassen, geben sie mir schicke neue Titel und verstricken mich in endlosen Meetings wie dieses. Ja, du haust mich glatt vom Hocker mit deinem Alarmdesign. Beziehungsweise deiner Alarmpräsentation.
Ja, nee, ich bin ja nett. Klingt nach einem Win für das Team. Danke, den brauchen wir auch. Die anderen denken, wir müssen eine große Innovation entwickeln, aber wir müssen nur besser sein als alle anderen. Ich habe mir überlegt, es gibt schon jede Menge Jäger. Ist sinnlos, noch so ein Ding auf den Markt zu werfen. Und wir haben schon die besten Luxusschiffe der Branche. Ich denke mir, das Transportgeschäft boomt. Und bisher hat noch niemand ein Privatschiff gebaut, das auf die Arbeiterklasse zugeschnitten ist. Nichts Schickes, kein Schicki. Nur ein simples, robustes, günstiges Schiff mit haufenweise Ladekapazitäten, das sich auch von einem Dreijährigen bedienen lässt. Okay, krass. Finde ich klasse. Mit dem Entwurf bist du auf alle Fälle auf dem richtigen Weg. Vielleicht kannst du deine Präsentation noch ein bisschen spannender machen. Alles klar, dann habe ich jetzt deine Idee auch gehört. Klingt ja recht simpel. Hast du noch andere Gedanken zum Design? Ziel sollte sein, ein riesiges Schiff zum kleinen Preis und mit jeder Menge Ladekapazitäten zu bauen. Das Schiff braucht keine schicke Ausrüstung. Nur Basiswaffen, Basisverteidigung, Basisscanner und so weiter. Bei einem Basisdesign kann ich mich umso mehr auf eine solide Bauweise konzentrieren. Dann verkauft sich das quasi von selbst. Ja, ich glaube aber nicht, dass es das ist, was Stroud Eklund vorschwebt. Ja, finde ich klasse, mit dem Entwurf bist du auf alle Fälle auf dem richtigen Weg. Ja, nee. Kannst du deine Präsentation noch ein bisschen spannender machen? Ja, klar. Damit ich nur noch enttäuschter bin, wenn wir uns am Ende für irgendein anderes lächerliches Design entscheiden. Danke. Gerne, war kein Problem. Was hältst du von Stroud Eklund? Ich vermute, du meinst die Firma und nicht die Person. Auch wenn es nicht so wäre, würde ich dir erzählen, dass Walter und Issa toll sind. Die Firma ist für eine Sternenwerft noch recht jung, aber es scheint in die richtige Richtung zu gehen, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Ich habe eine Zeit lang in anderen Sternenwerften gearbeitet und bisher vermeiden wir viele der Fehler, die die älteren Firmen machen. Du bist also sowas wie ein leitender Ingenieur? Ja, ganz genau. Ich bin seit der Firmengründung hier. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Ingenieurwesen. Guck an. Obwohl ich jedem immer sage, dass ich Oberingenieur bin. Ich will nichts leiten. Zu viel Verwaltung. Zu wenig Arbeit mit den Händen. Und trotzdem bin ich im Team für Forschung und Entwicklung. Tja, liegt an der Kompetenz, ne? Manchmal kann man das nicht vermeiden. Arbeitest du nicht gerne in der Forschung und Entwicklung? Nein, eigentlich nicht. Mir fehlt wahrscheinlich das Ego dafür. Ich muss nichts beweisen. Mir ist egal, ob ich der Branche meinen Stempel aufdrücke. Ich will einfach nur die allerbesten Raumschiffe bauen. Und nicht in den ganzen Einzelheiten versinken. Aber die obere Führungsebene mag meine Arbeit und hat ein Nein nicht akzeptiert. Sie brauchten wohl jemanden, der dafür sorgt, dass die anderen nicht total abheben. Macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben dich doch nicht verscheucht. Ach Quatsch. Macht aber auf jeden Fall Sinn, hier einen erfahrenen Ingenieur hinzusetzen. So, dann bist du hier offensichtlich Griechin. Nef Papadopoulos. Ich habe einen Arbeitskollegen, der so heißt. Hallo. Brauchst du was? Bist du echt so schüchtern? Ja, ich soll mit dir über deinen Designentwurf sprechen und dir Feedback geben. Du siehst nervös aus. Stimmt was nicht? Ja, das nehmen wir. Oh, nein. Ich bin noch neu hier und alle haben so beeindruckende Designs. Und ich soll mir auch was einfallen lassen, aber ich weiß nicht, ob meine Idee genauso gut oder überhaupt gut ist. Eieiei. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Deine Idee ist sicher genauso gut wie die der anderen, wenn nicht besser. Ich fand bisher keine Idee umwerfend, also kann deine nicht schlimmer sein. Wahrscheinlich hast du recht, aber ich muss mir alle Vorschläge anhören. Okay, ja komm, bauen wir sie mal auf, oder? Bestimmt genauso gut, wenn nicht besser. Danke, das ist nett. Aber wirklich? Keine Ahnung. Naja, okay, von mir aus. Also, ich habe mir gedacht, dass wir ein Freizeitschiff in der Flotte gebrauchen könnten. Nicht so super luxuriös wie unsere Adonis Pleasure Yacht, sondern
mehr auf Familien zugeschnitten. Mhm. Dass die Eltern beladen können und dann geht's mit den Kids in den Urlaub. Ein Wohnwagen. Findest du wahrscheinlich albern, oder? Nee, gar nicht. Nee, kann man machen. Ich denke damit jetzt an Großmutter. Ihr erinnert euch an Großmutter? Das Schiff war nicht ganz cool. Freizeitschiff fände ich großartig. Das wäre richtig nett und einzigartig. Egal. Ehrlich gesagt ist das nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, wie gut sich das verkaufen würde. Ja, naja. Ich muss ehrlich sein, ich finde die Idee fürchterlich. Nein. Glaubst du wirklich, dass es für so ein Schiff Nachfrage gibt? Oder? Was für eine Art Schiff hast du dir denn vorgestellt? Machen wir das mal. Ich habe noch nicht alle Details ausgearbeitet, aber wichtig wären wohl geräumige Aufenthaltsmöglichkeiten. Ein mittelgroßes Schiff, in dem sich eine oder zwei bis drei Familien bequem ausbreiten und entspannen können. Zwei bis drei gleich. Ich glaube nicht, dass es schicke Waffen oder Forschungsausrüstung bräuchte, sollte also recht erschwinglich sein. Familien wollen kein Vermögen ausgeben. Ein niedriger Preis wäre also eine Verkaufsgarantie. Hm. Ja. Glaubst du echt, dass es dafür eine Nachfrage gibt? Als Kind bin ich immer mit meiner Familie zum Camping geflogen. Die anderen Familien haben sich immer beschwert, dass ihre Schiffe nicht für den Urlaub taugen. Sie hatten nie genug Platz und die Kinder haben sich ständig gestritten. Ich habe ein bisschen Marktforschung betrieben und kein einziger Hersteller scheint Schiffe für diesen Zweck zu bauen. Wir könnten also trotz niedriger Nachfrage in diese Nische einsteigen und viel verkaufen. Es klingt nach einem Plan. Ja, wenn das sonst keiner macht, ist das eigentlich die richtige Antwort, ne? Wäre richtig nett und einzigartig. Na komm, das sagen wir jetzt einfach. Oh, wirklich? Wow, ich danke. Zum Glück habe ich dir davon erzählt. Ja. Wenn wir das echt umsetzen, stelle ich eine erstklassige Werbekampagne auf die Beine. Na, das hoffe ich für dich. Arbeitest du gerne hier? Bislang schon, aber mal unter uns. Die Sache wächst mir ein bisschen über den Kopf. Es fühlt sich an, als wüsste ich überhaupt nicht, was ich mache. Aber den Chefs scheint es zu gefallen. Dann mache ich wohl was richtig. Es ist komisch, Leuten Ideen zu präsentieren, die sich schon viel länger als ich damit beschäftigen. Ach, naja, also ich meine, du bist hier hinberufen worden, ne? Also, das wird schon seinen Grund haben, Mädel. Wie ist das so für einen Schiffsfabrikanten wie Stroud Eklund zu arbeiten? Es ist interessant. Interessant? Ich bin neu und hatte so etwas in der Art noch nie gemacht, bevor ich herkam. Also Marketing für Schiffe. Man muss so vieles für verschiedene Gruppen bedenken. Stil, Funktionen, Kosten und solche Sachen. Angriffs- und Verteidigungsfunktionen muss man auch im Blick haben. Der Weltraum ist gefährlich und die Leute sollen sich in ihrem Schiff sicher fühlen. Richtig, deswegen braucht so ein Schiff auch Waffen am Ende. Du hast erwähnt, dass du noch nicht lange hier arbeitest. Okay. Was hast du da vorgemacht? Ja, ich bin erst seit ein paar Monaten hier. Davor habe ich Marketing für Chunks gemacht, aber das war eher so etwas wie ein Praktikum. Schiffe sind was ganz anderes. Ich habe mich spontan beworben, weil ich dachte, dass es Spaß machen würde. Dann haben sie mich eingestellt. Und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ey, wenn du Werbung für Chunks gemacht hast, dann kann das hier nicht falsch sein. Mach's gut. Okay. Jo, hau rein. So, Frank. Bewusst zum Schluss. Ich designe schon seit über 10 Jahren Raumschiffe. Du musst Walter ja wirklich beeindruckt haben, um das Projekt hier zu kriegen. Oder war es Vettern? Ach, egal. Vielleicht sieht er ja in dir, was er in mir sieht. Mhm, einen arroganten Schnösel. Also ich kann behaupten, dass ich mich durch einen Haufen Securities geschossen habe für diesen Mann. Was hast du getan? Ja, gut, egal. Jules hat mich gebeten, dir Feedback zu deinem Design zu geben, also erzähl doch mal.
Ich weiß, du willst mein Feedback eigentlich gar nicht hören, also bringen wir es hinter uns. 10 Jahre Erfahrung sind weniger wert, als du offensichtlich denkst. Kannst du mir etwas über dich erzählen? Oder was denkst du, was Walter in dir sieht? In uns? Ich hoffe, er sieht unsere Leidenschaft. Ich weiß zwar, dass er mich schätzt, aber er muss mich noch von den kommerziellen Fesseln befreien und mir freie Hand lassen. Mhm. Aber Walter hat dir deutlich mehr Kontrolle über unser Projekt gegeben. Vielleicht kann ich ja von dir lernen und ihn überzeugen, dass auch ich bereit dafür bin. Das klang nicht sehr aufrichtig, mein Freund. Erzähl mir mal von dir. Als Designer möchte ich dem Kunden die Schönheit im Raumschiffdesign vermitteln. Ein Flug in unseren Schiffen soll ein Erlebnis für alle Sinne sein. Mhm. Ich habe Preise gewonnen. Ich bin stolz auf meine Arbeit, aber bescheiden. Mein Ziel ist es, dem Vorstand eine andere Sicht auf Angestellte wie mich zu vermitteln. Wir sind Künstler, keine Zahnräder im Firmengetriebe und sollten uns kreativ entfalten dürfen. Du sollst hier aber schon irgendwas bauen, was kein Einzelstück wird bei den Freunden. Ne? Das solltest du wissen. 10 Jahre Erfahrung sind weniger wert, als du offensichtlich denkst. Ja, komm, den hau ich raus. Dich hat niemand gefragt. Ach, nicht? Ich weiß nicht einmal, warum ich gebeten wurde, Feedback von einem Newcomer hinzunehmen. Aber es ist nun mal, wie es ist. Stell dir ein Luxusschiff für auserlesene Geschmäcker vor. Jede Funktion ist auf maximalen Komfort und Seelenfrieden ausgerichtet. High-End-Technik, höchste Präzision. Ein Raumschiff für alle, die gesehen werden wollen. Es wäre die absolute Elite unter den Privatschiffen. Mhm. Richtig. Und ich gehe mal davon aus, die Crimson Fleet, die sieht das Schiff dann auch. Und zwar recht schnell. Wie würden wir so ein Schiff designen? Das Schiff sollte geräumig, aber noch Mittelklasse sein. Wir würden nur allerhöchste Qualität verbauen. Mit den teuersten Modulen auf dem Markt. Und das soll Mittelklasse sein. Es sollte Sicherheit vermitteln, aber nicht bedrohlich wirken. Mit Fokus auf Defensivmaßnahmen. Vor allem sollte sich der Kunde vorstellen, dass sein Lieblingsstar oder vielleicht sogar Walter selbst das Schiff fliegt und anderen weiterempfiehlt. Mhm. Ah, da habe ich schon bessere Ideen gehört, die im Delirium entstanden sind. Gar nicht schlecht, aber du solltest noch ein bisschen an deiner Präsentation feilen. Die Idee finde ich großartig. Das klingt mir nach einem lohnenswerten Ziel. Nee. Komm, du beißt dir doch selber auf die Zunge. Nur das Beste vom Besten, aber sollte Mittelklasse sein. Was denkst du, was die Leute hier verdienen in dem besiedelten System? Junge, yeah, nee. Boah, du hast doch am Auspuff genuckelt hier. Also komm. Die wurden garantiert in Spitzenpublikationen veröffentlicht. Vielleicht in talentfreie Klugscheißer? Genau genommen habe ich gerade realisiert, dass wir die Verantwortung einfach dir zuschieben können, wenn das Projekt floppt. Ich muss dir eigentlich dankbar sein. Warum verteidigst du deinen Entwurf so vehement? Weil ich der leitende Designer bei diesem Projekt bin. Es ist mein Job zu designen. Es ist frustrierend, weil es ständig Widerstände gibt. Und Jules glaubt, dass das Produkt besser wird, wenn wir es alle zusammen designen. Da jeder ein Mitspracherecht hat, kommen wir nicht weiter. Vorher war es einfacher. Ha, warum arbeitest du hier, wenn du so unzufrieden bist? Oder wie war das mit dem Verkauf von Schiffen von Promis? Warum war das noch gleich so wichtig? Ein Wort. Geltungskonsum. Bist du mit diesem Konzept vertraut? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ist nur Schwachsinn. Ich weiß nicht recht, was das bedeuten soll. Bitte erspar mir den Roman und gib mir die Kurzfassung. Natürlich. Reicher Promi wie Borealis kauft tolles Schiff zum Rumprotzen. Idiotischer Kunde sieht, wie Borealis unser Schiff nutzt und will auch eins. Hoffentlich ist das simpel genug. Ja. Ist simpel genug, ist aber Schwachsinn. Warum bist du hier, wenn du unzufrieden bist? Nur weil mir unsere Ausrichtung nicht gefällt, heißt das nicht, dass mir die Bezahlung nicht gefällt. Außerdem kann ich mit jedem erfolgreichen Design die Firma dahingehend beeinflussen, diesen typischen Mist sein zu lassen und mittels Kunst und Innovation wieder Risiken einzugehen.
Aber es ist, wie es ist. Genau, also mach deinen fucking Job. Ja, ja, bis dann. Ja, ja, hau bloß rein. Andrea, hast du irgendwas dazu zu sagen? Großartig, einfach fantastisch. Grandios läuft es, auf jeden Fall. So, Jules. Hä? Ah, nee. Moment, was war jetzt? Feedback zu den Teamvorschlägen. Bei dir jetzt noch? Naja, ich denke, wir machen jetzt Fortschritte. Ach ja, sie hat auch noch einen Entwurf, ne? Dann machen wir das auch. Oh ja, ich habe tatsächlich einen Entwurf. Ich habe zwar nicht erwartet, dass du mir Feedback gibst, aber warum nicht? Ich würde gerne weiter auf den Sternjägermarkt expandieren. Besonders bei den harten Freestars gibt's mittlerweile echt jede Menge Kopfgeldjäger und Söldner. Mhm. Klingt mir nach einem todsicheren Verkaufsschlager. Ja, gut, Jäger braucht man immer. Du solltest vielleicht noch an deiner Präsentation arbeiten. Mich hast du noch nicht überzeugt. Das solltest du dir gleich auf den Kopf schlagen. Die Idee ist wirklich richtig mies. Und wie würden wir den designen? Ist die Nachfrage denn so groß? Freut mich, dass du fragst. Nein. Und ja, es gibt jede Menge Arbeit, für die man ein gutes Kampfschiff braucht. Aber das meiste Geld wird mit UC-Militärverträgen gemacht. Es besteht die Chance, dass die UC uns beauftragen, das Schiff für sie weiterzuentwickeln. Mhm. Naja, glaube ich nicht. Die UC hängt an Deimos. Aber gut. Wie würdest du den denn designen? Wir würden ihm gute Waffen und solide Defensive geben. Außerdem sollte er schnell und wendig sein. Die meisten Sternjäger sind eher klein, aber die ganzen raffinierten Module treiben die Kosten in die Höhe. Hm. Arbeite mal noch an deiner Präsentation. Das hat mich noch nicht ganz abgeholt. Du könntest recht haben. Ich muss meine Idee wohl anders präsentieren. Ich denke noch mal darüber nach. Danke. Nice. 100 EP. Wir stehen schon wieder kurz vor einem Level-Up. So, den Gibt Schüssel... Gibt viel zu tun, aber haben wir schaffen das schon. Keine Sorge. Okay. Jetzt zum Auftragsterminal. Alter, kannst hier aber auch nichts mitnehmen. Immer wieder schade. Mission Board. So. Crimson Fleet. Moment, wir gehen nochmal einmal raus. Das waren noch zwei Vorgaben, die wir haben, ne? Passagiermission und Kopfgeldmission. Okay. Crimson Fleet Spectre, die Nebula. Oh, oh, oh. White im Jaffa. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied ist zwischen Spectre und Jaffa. Aber ich bin mal ganz ehrlich. Ich nehme einfach mal alle an. Warum nicht? Auf dem Schiff ist nicht genug Platz für diese Passagiere. Das ist doof. Okay, dann gehen wir mal kurz raus. Die Folge ist jetzt eh gleich vorbei. Hier ist alles so neu. Wo ist denn der Empfangs-Harry? Einen angenehmen Aufenthalt. Empfangs-Harry? Empfangs-Harry? Stecken wir unsere ganzen Gewinne da ein. Was wurde? Schön, dich wiederzusehen. Ja. Kann ich helfen? Wir haben keine Zeit für Sentimentalitäten. Statten wir dich mal aus. Okay. Gehen wir auf Verkaufen. Keine Passagierplätze. Das ist natürlich nicht gut. Ach, stimmt. Stimmt! Da habe ich direkt was vergessen. Ich habe nämlich zwischen den Folgen unseren Frachter verkauft, weil ich den nicht umbauen konnte. Und das Schiff hier geentert. Und das müssen wir umbauen. Okay, alles klar. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Frontier. Warum auch immer ich jetzt nicht sagen kann, die zum Heimatschiff zu machen. Verlockende Option. Natürlich. Gehen wir auf den Modifizieren. Irgendwann lerne ich es auf jeden Fall. Die Frontier bitte. Heimatschiff anlegen.
So, dann müssten wir auch Passagierplatz haben jetzt. So, dann zurück zum Mission Board. Das ist hier. Würde ich alle nehmen. Wie gesagt. So. Warum ist auf dem Schiff kein Platz für Passagiere? Konnte doch immer Passagiere mitnehmen. Verstehe ich jetzt nicht. Gut. Ich war neugierig. Nein, du nicht. Aber diese Spezifikationen hier. Bist du bereit, Geschäfte zu machen? Nein, dann bist noch du hier nicht. Genau richtig. Ja. Okay. Dann probieren wir es einfach mal mit der Hymn. Heimatschiff. Havershaw kann dir helfen, wenn du was. Mal sehen, ob das jetzt geht. Jawohl. Mission annehmen. Okay. Dann haben wir zwei Kampfaufträge und eine Passagiermission. Damit sollten wir hinkriegen, was wir hinkriegen sollen, meine Lieben. Und dann soll es das an dieser Stelle für diese Folge auch gewesen sein. Und dann geht es morgen hier weiter. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt bei diesem Schiffsdesign hier. Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Und ob wir auch was davon haben. Willkommen bei Stroud Eklund. Ja, danke. Meine Lieben, war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Als denn, bis denn.